Mann, Frau, geh mir doch mal weg da. Nein! Wo ist dein Auto? Hier lang! Hier ist noch einer. Fußschad. Ne, Feedschad dann. CTOS Blackout. Hier kommt Verstärkung. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Die Straße. Sind da. Verdammt. Wir brauchen Hilfe. Was? Oh nee, oh nee! Eieieiei! Ach, da oben! Headshot! Wo ist da noch einer? Schießen hin! Hello? Jetzt kommt weiter, Frau. Wo schießt die hin, ey? Hallo, was ist denn los jetzt? Boah, warum kommst du nicht? Frau, ey. Na toll, jetzt bin ich oben und springe da runter. Mann. Jetzt gehe ich mal aufs Dach, sonst sehe ich den Typen da hinten sowieso nicht. Ich glaube, dann geht die auch nicht weiter. Vorher gehe ich nicht weiter. Hier soll jemand sein, aber ich sehe echt niemanden. Die ballert da oben hoch, ist ja gar kein. Oh, genau da. So, Headshot. Ja gut, hat die nicht Bock auf den,
Wieso bist du jetzt hochgegangen, Frau? Was wollen die denn? Wer sind die? Ganz ruhig, wir sind ja da. Hat mit meiner Suche nach der IP wer von zu denen? Tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Ja, komm jetzt. Hallo. Oh, das gibt's doch nicht. Boah, jetzt kommen wir dazu. Boah, jetzt ist doch schon wieder hier. Will die mich verarschen? Headshot. Ach, das ist doch ja. Headshot. Wieso schießt du auf mich? Bist du doof? Scheiße. Doch, nackt. Was? Nein, hier unten ist doch irgendjemand. Scheiße. Ich sehe doch nichts. Verdammt. Ja, steig ein. Wo bist du? Was hallo. Wieso kommt ihr denn nicht mit? Wir haben euch gehört. Wir sind da. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben ja, wir da gefunden? Sich. Bleib vorsichtig. Ich bring uns raus. Ein bisschen theatralisch. Ja, kann ich auch. Headshot. Headshot. So. Jetzt würde ich erst mal ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, wie? Wohin? Wo muss ich jetzt hin? Junge, du gehst mir... Wer immer da unten sitzt, der geht mir jetzt schon auf den Keks. Scheiß Scheinwerfer. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle. Ich dachte, die nehmen mich jetzt mit, Mann. Was geht ab hier? Entkommen Sie aus dem Umfeld des Hotels. Motels. Ja, also ist doch ein Witz. Ich dachte, die nimmt mich mit. Irgendwo auch mal Untersatz hier. Ja, nix da. Links abbiegen hättest du früher machen müssen. Alter, ey. Ja, jetzt fahr doch. Gibt's da nicht. Zurückfahren kann er, weiß aber nicht vorwärts fahren. In so einem Rotzpüller. So, fertig. Bin aus dem Umfeld des Motels entkommen. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Akt 2 der Fahrt. Mission beendet. Skillpunkt erhalten. Na, darum kümmere ich mich später.
Erstmal will ich mit Clara reden. Wir sind jetzt. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Scheint ja ein richtig heißes Pflaster zu sein, wo die beiden oder beziehungsweise woran Aiden ja jetzt da zu knabbern hat. Eine Fehlfunktion in einem Ampelsystem soll Ursache für einen Massenzusammenstoß sein, der sich heute in der Stadt ereignete. Mehr dazu nach der Pause. Boah, wie weit diese Ampeln immer fliegen. In der Realität würdest du sowas nie zu sehen kriegen. Ja, du, die Ampel, die hält dich eher auf. Und dann ist dein Wagen Schrott. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Was ist denn das für eine Hupe? Schlimm. So. Verbrechen erkannt. Muss ich sofort hin. Hin zum Verbrechen! Auf zum Atem! Ja. Bitte. Ich bin gleich da! In Windeseil. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Kann ich da rein? Was? Ah, verdammt, Mülltonnen. Ja! So! Eigentlich wollte ich die erschießen. Drecksau. Für Bilderturniere gesperrt. Jetzt steckt die Knarre weg. Aber was ja echt komisch ist, es fährt hier so keine Polizei rum.
Also habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Nur wenn diese, oder nach diesen, nach diesen CTOS-Scans. Dich nehme ich. Schöne Farbe, schickes Auto. Oh nein! Oh ja! Antike Halskette gefunden in einem Handschuhfach. Leute, was habt ihr im Handschuhfach liegen? Da hab ich, wenn es hochkommt, CDs drin oder sowas. Und ein MP, nicht ein MP3-Player. Ein USB-Stick. Ui, der schöne Autowagen, du. Ja, hup nicht. Das war meine Hupe. Sorry, bin ich reingekommen. Bin ich drankommen. Kann ich nichts für. Hier will die Olle reden? Niedlich. Voll romantisch. Bin ich mal gespannt. Akt 2. Mit einem Fuß im Grab. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. DedSec sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen formiert es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen.